Zu einem schwerwiegenden Unfall mit 2 schwer und 6 leicht verletzten Personen ist es am Samstagabend, 12. September 2020 gegen 18.45 Uhr, auf der B297 zwischen Neckarhausen und Neckarteilfingen gekommen. Eine 63-jährige VW-Passat-Fahrerin befuhr die Bundesstraße Richtung Neckarhausen und kam aus noch ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 50-jähriger Opel-Kadett-Lenker versuchte noch eine Kollision zu vermeiden und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dennoch touchierte der VW den Opel heftig am Fahrzeugheck, der sich infolgedessen drehte, einen Leitpfosten überfuhr und an eine Böschung abgewiesen wurde. Hier überschlug sich der Kadett mehrfach und kam, entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung, auf dem Dach liegend, auf der B297 zum Stillstand. Eine dem VW entgegenkommende, 44-jährige Fiat 500-Führerin konnte eine Kollision ebenfalls nicht mehr vermeiden und das mit 4 weiteren Personen besetzte Fahrzeug prallte gegen den Passat. Durch das Unfallgeschehen wurden alle Insassen der beteiligten PKW, unter denen auch ein Kleinkind war, verletzt. 2 davon schwer. Keine Person war mehr eingeklemmt und die Personen sind alle in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert worden. Wir haben jetzt dann noch die verunfallte Fahrzeuge sind mit dem Abschleppservice weggekommen. Wir haben die Straße noch grob gereinigt. Während der Unfallaufnahme waren das DRK mit 7 Fahrzeugen und die Freiwillige Feuerwehr Neckarhausen mit 3 Fahrzeugen im Einsatz. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe der verunfallten Autos musste die Fahrbahn mit einem speziellen Nassreinigungswagen gesäubert werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die B297 musste aufgrund des Unfallgeschehens und den Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 21.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.